Logos medienneutral mit sRGB in Illustrator definieren. Wie habe ich das gemacht? Ich habe einmal diese Logos in den Farben im RGB definiert und dies als Volltonfarbe in Illustrator so abgelegt. Diese drei Farben sind also alle in sRGB definiert und als Volltonfarbe so in Illustrator aufgebaut. Das Illustrator-Dokument, das habe ich als CMYK-Dokument eröffnet, also als Druckdokument, damit ich Schwarz als solches auch im Schwarzkanal definiert habe. Wenn ich nun in der Separationsvorschau jedoch die einzelnen Farben deaktiviere, sehe ich, das sind Volltonfarben in RGB definiert. Ich habe diese dann in InDesign geladen und habe aus InDesign heraus dann PDFs erstellt. Und zwar PDF X1A, einmal mit dem ISO-Code V2300 Profil und das andere Mal mit dem Newspaper Profil. Und das können Sie hier oben in der Ausgabebedingung sehr schön erkennen. Wenn ich diese Farben nun messen werde, dann haben die unterschiedliche Farbwerte und zwar deshalb, weil je nach CMYK gewähltem Ausgabeprofil selbstverständlich diese CMYK-Werte in der Umsetzung auch unterschiedlich sein müssen. Und das kann man hier sehr deutlich erkennen. Für ISO-Coated habe ich andere CMYK-Werte erhalten, als wenn ich auf Zeitung herausgehe. Wie das genau im Detail erstellt wurde in Illustrator und dann die PDF-Export gemacht wurden, das möchte ich in den kommenden Filmen zeigen. So gestalte ich medienneutrale Logos in Illustrator.